Ich habe super View. Macht der Schrank? Im Jägentum. Wenn man so rangeht, ist man super breit. Mm. Super View. Bitte. Guten Morgen. Wenn man ein bisschen mal hat oder man seine Steckdose rein und dann macht es warm drin. Das ist warm und so. Ach, mach warm. So. Ah, ja, am frühen Morgen, das erste was ist. Das erste was ist am frühen Morgen sind die Junkies. Ihr Zeug loswerden wollen. Toll, fantastisch, Tommy. Ganz gut konditioniert. Du machst auf und das erste sind die Junkies bei Wind und Wetter. Scheiße, ja halt. Regnet draußen wie Sau. Naja, wie auch immer. Fakt ist, ich muss ein bisschen Internet machen und es regnet ja draußen wie Sau. Also mach ich das Internet oben. Ich muss mich ein bisschen kümmern. Betreuung. Sonst laufe ich über hier. Aber der bleibt hier. Und der bleibt auch hier. Der kommt mit. Ich nehme hier ein paar Fotos und dann ist gut. Und wir sehen uns, wenn hier irgendwas passiert. Was ist los mit den Leuten? Was ist denn hier los? 40 Minuten an, für nix und wieder nix. Ja, unglaublich. Ich glaube, ich verkaufe jetzt seine Mietfeder ab. Guck mal, ob es war gut. Ja, ich mag das Fahrrad sehr. Ich stelle mal das ein bisschen. Bitte da vorne ein Video ein bisschen anders. Habt ihr das fünf? Ja. Und hier mit dem Aufpumpen, das Unterschied ist egal. Ne? Ich kann auch jeder Tank bei jedem Fahrradladen kann ich beide alle aufpumpen. Also da ist ja noch eine Pumpe mit Dualkopf, die passt da rein. Okay. Eins weniger. Alles nur ein Abverkauf. Brauch ein bisschen Geld für den Winter, um über den Winter zu kommen. Hm? Heute ist großer Familientag. Das macht keinen Sinn. Ja, es regnet. Deswegen ist der Laden nicht auf. Es regnet doll. Es regnet doll. Kein Mensch klingelt. Keiner möchte was. Ich habe jetzt die
auf Seite 2. Ja, bitte, genau. Dann ist Seite 1 fertig. Na, mal gucken. Gleich wieder. Tja, Marlies schreibt mir meinen Kostenvoranschlag, Marlies schreibt meinen Kostenvoranschlag ins Reine. Ich habe keine gute Handschrift. Kann zwar sowas schreiben, aber sieht nicht gut aus. Hinterrad schreibst du bitte aus. Shimano 105 brauchst du nicht schreiben. Nur dann vielleicht, wenn du es in Tabellenform machst, diese BWF-Nummer, damit du sie nicht jedes Mal schreiben musst, vielleicht oben drüber. Für den Einbau der Teile. Na, liest du das erstmal komplett durch. Berechnen die 85 Euro Arbeitslohn. Nee, also Arbeitslohn kann ja weg, denn, ne? Für den Einbau der Teile berechnen wir 85. Das schreibe ich dann hier einfach als Satz dazu und in die Liste rein, oder willst du es extra haben? Das ist ja eine Position, ja, nee, das ist halt unten drunter schon extra, aber es ist eine Position, die erstmal damit eingerechnet wird. Ich habe mir mal einen kleinen Attitude gewöhnt. Eigentlich habe ich ja nur Teile gesucht und dann kam ich auf die Annonce hier. Klein Attitude Race and Faded Grey oder so, keine Ahnung. Oh, der war nicht. Der Lack ist echt geil. Auch so gut. Mit XTR. Das ist echt noch top, das XTR. Die Bremsen auch.
Was sagst du? Sieht gut aus. Was ist da hinten am Sattel dran? Pedalen, aber die belegt nicht. Das sind die. Das sind die Klickpedalen. Ah, das Rad ist toll. Ein schönes Geburtstag. Hey, alles gut zum Geburtstag. Dein Geburtstagsgeschenk. Was? Das Fahrrad. Wie kommst du denn darauf? Nicht? Einfach so, wie geschenkt hast? Aber was gratulierst du mir? Das muss ich mir gratulieren. Das habe ich mir geschenkt zu meinem Geburtstag. Du nicht. So billig kommst du mir nicht davon. Nee. Guck doch mal, das ist toll. Und vor allem von der Größe her ist das okay, wa? Ja. Die Rahmen gibt es echt nicht größer. Ey, das ist echt Wahnsinn. Die waren immer so, ne? Klein ist halt klein. Was sagst du dazu? Da. Ist nicht so wichtig. Der Wackeldackel. Und meine Schuhe sind da. Die sind viel zu groß. Das ist 48. Ach so, hab ich nicht. Aber klar. Hui. Mal erstmal einlaufen. Das ist ein Winterschuh. Hinten auf die vorne, mein Spann ist zu fett. Und ich brauch Strumpfhosen dafür. Auf jeden Fall sind die so wasserfest und sowas alles. Aber quietschen, was hast du, weil die noch nicht bezahlt sind. Wo geht's? Und? Ich finde die gut, aber du musst sagen, ob die gut passen. Keine Ahnung, ich brauche jemanden, der mir die zumacht. Komm da nicht ran da unten. Oh. Wer macht mir die jetzt zu? Oh. Hallo. Da brauche ich jemanden, der mir die zumacht. Hallo. Stiefelknecht. Was ist denn das da oben? Die Peene. An sich. Ja. Yeah. Also dieser wasserfest und so was. Jetzt ist er ja schon getragen. Und? Einmal bei uns in der Wohnung getragen, kannst du ja nicht mehr zurückschicken. Und Quartex. Draußen getragen, kein Problem. Aber bei Müllers in der Wohnung, ne. Und den Pullover habe ich gedacht, wollte ich doch einen Kuschel zu. Naja, dann schick ihn gleich zurück, wollte gar nicht probieren. Quicksilver. Naja, macht nichts. Du magst eigentlich nichts hier. Ja, okay. Ich hab hier ein Bild. Er trägt halt am Bauch gerade so etwas auf, wenn du so da sitzt. Ja. Aber du hast auch Taschen. Nee. Doch? Hast du? Das ist mein Schwimmring. Nein, das ist Tasche. Also ich weiß nicht, ob ich den gut finde. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Du siehst damit sehr bergsteigermäßig aus, als wenn du Bergziegenhütest. Der Bergziegenhürte. Voll so. Ja, mit kurzen Hosen und dann diesen Wanderstiefeln und dann diesen Wollpullover. Also die Kombo gefällt nicht. Ich mag sowas, ja. So Kuschelsachen. Noch drei? Ich will gleich losgehen. Und der fusselt auch total. Guck mal, was du hier alles verlierst. Warte. Schneid. Jetzt kann ich gleich wieder saugen, ey. Nach dem Pullover. Warum sind die denn so billig verarbeitet? Das ist so schrecklich. Nee, er ist unten, glaube ich, zu eng. Boah, ist das langweilig.
könnte sein, dass da einer vom Laden steht. Kann aber auch sein, dass einer nur versucht, ein Telefon zu bedienen. Weiß man nicht. Ein schönes Rad. Also das ist ja wirklich... Was ist denn das hier für eins? Ach, ein klein. Attitude Race. Ist das ein Chris King Steuersatz? Ein Tune Forbo? Tune Hörnchen? Sind das XTR Komponenten? Aber es ist kein Flight-Sattel. Oder doch? Eine Tune-Stütze. Tune-Kurbel? Nee, war. Mavic Laufräder und Fox Federgabel. Manitou Federgabel, nicht Fox. Manitou Federgabel. Wie auch immer. Hab's mir gegönnt. Ja. Fantastico. Diese kleine Füße Beine sind. Ach, ich weiß auch nicht. Ja Mensch, dieser Tag war wohl an Langeweile nicht zu übertreffen. Außer natürlich hier das Paket. Das war. Oh. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich lade heute nichts. Also schon blockmäßig. Schneide ich halt zusammen morgen. Und wir sehen uns morgen wieder. Also bis dann. Ciao. Hallo Papa. Sagt der Tommy. Und hallo, Blumen. Ab ins Bett mit dir. Ja.